Hi, gute zusammen und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video der besonderen Art, dem Nerdpool Weihnachtswichtel-Unboxing. Ich habe von meinem Wichtel ein Paket bekommen und das möchte ich jetzt mit euch zusammen auspacken, einfach weil ich es mit euch teilen will. Ich finde es eine super Sache. Ist ein ziemlich großes, schweres Ding. Hat den, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Adresse nicht zeige, hat den offiziellen Nerdpool Weihnachtswichtel Aufkleber. Und ich war erstmal geschockt, als es hier ankam, weil das Ding ist ziemlich schwer. Gewichtslastig, verteilungslastig, wenn man es so hält und austariert, auf einer Seite viel schwerer als auf der anderen. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass hier auf einer Seite ein Backstein drin ist, der irgendwie mit einem Katapultmechanismus rausgeschossen wird. Ich packe das jetzt mal aus mit euch zusammen, weil ich finde, das ist einfach Geschenke auspacken, ist sowieso toll zu Weihnachten, sind wir mal ehrlich. Nee, Quatsch, natürlich nicht, aber es ist ein schöner Aspekt und den wollte ich einfach mit euch teilen. Wird jetzt ein bisschen rascheln, tut mir leid, vielleicht mache ich da später eine Mute-Schleife drüber. Ist auf jeden Fall ordentlich fett eingepackt. Ah, ich habe kein Messer da, verdammt. Hab ich ein Messer da? Todesstrahl. Der Banks hier, damit muss es auch gehen. Mensch, Wichtel, da hast du dir aber Mühe gegeben. Ob das hier so aufgeht? Ob das ein Klappkarton ist oder ob das ein... Nein, das ist nicht. Also, der dämliche Mischka, der nicht ans Messer gedacht hat, der hilft sich mal gerade mit einer Knipex-Zange. Okay. Es schreit schon mal nichts und es kommt nichts rausgesprungen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Obwohl ich bei dem Wichtel das auch nicht erwartet hätte. Ich habe so ein paar Bekannte im Freundeskreis, die da eine Maus drin hätten oder so. So, wir haben... Oh ja. Alter Vater, wie gut ist das denn? Wir haben schon mal auf jeden Fall umweltfreundliches Verpackungsmaterial. Da wird sich unser Garten freuen wie Bolle, weil das ist wirklich Holzwolle. Finde ich eine super Sache. Dann... Passend, eine Karte. Erst die Geschenke, zwei Kinder. Und unten sitzt der Weihnachtsmann in seinem Dungeon, könnte man fast sagen. Passend für uns. Vollgeschrieben, ist schön. Lieber Mischka, hier bekommt dein Weihnachtspaket. Ich hoffe, die Transportwichte haben es noch schnell genug vorbeigebracht. Ja, stand schon ein paar Tage hier. Und die Damen bei mir im Haus sind voll abgedreht. Das musst du auspacken, das musst du auspacken. Ja, an Weihnachten, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Naja. Wenn wir dich das nächste Mal besuchen, haben wir dann was zu spielen. Aha. So, so. Total uneigennütziges Wichtel, aber trotzdem schön. Bis dahin bekommst du hoffentlich vorher zu einer oder anderen Partie. Mal schauen. Dir und deiner Familie ein besinnliches Weihnachtsfest. Unboxing auf deinem Kanal ist natürlich okay. Also da haben sich die Wichtel vorher Gedanken drüber gemacht. Ob ich das auspacken darf. Per Video unboxen darf. Weise Menschen, weise Menschen. Oh, wie geil. Okay. Das ist ein Doppelgeschenk. Ist noch ein Geschenk im Geschenk, aber zum Beispiel, ich halte jetzt mal nicht die Banderole rein. Ein Glas Honig. Ich bin der totale Honig-Fan. Ich bin der absolut totale Honig-Fan. Ich bin auch der absolute Met-Fan, aber ich trinke halt keinen Alkohol mehr. Aber das ist mal das Allergeilste überhaupt. Und das Schlimme ist, das ist nicht alles. Da ist noch ein Paket drin, was extra eingepackt ist. Ich liebe doppelt auspacken. Vielen, vielen Dank, ihr lieben Wichtel. Okay, machen wir mal Holzwolle runter. Die Karte kommt übrigens nicht in den Müll, die kommt hier in meine Kartensammlung. Ich habe hier eine Grußkartensammlung und Weihnachtskartensammlung. Man könnte jetzt per Fanpost sagen, ja, nee, mache ich nicht. Kommt dazu. Und man betrachte das Papier des zweiten Geschenks, sind Weihnachtsbeeren drauf. Da freut sich der Mischka, der alte Bär. Ach, wie schön. Sorry, ich bin niemand, der Weihnachtspapier ordentlich aufmacht. Habe ich immer
total gehasst früher, wenn Eltern, Oma sagte, sei da vorsichtig mit den Klebestellen. Das kann man nochmal verwenden, das Papier. Das raubt dem Kind doch die ganze Freude. Ohne Scheiß, Papier muss man zerreißen können, zerknüllen können und sich dran auslassen können. Alter Vater, ich geh kaputt. Okay. Ich krieg gleich Tränen in die Augen. Alter, krieg ich gleich Tränen in die Augen. Das Legend of the Five Rings Kartenspiel für zwei Spieler. Ihr seid so bescheuert, wisst ihr das? Alter, wie geil ist das denn? Erzählen mir meine Wichtel schon lange davon. Das haben wir hier und das spielen wir und das ist so komplex und gut. Und ich denke mir, tauch mal. Oh, okay, dann machen wir jetzt gleich ein richtiges Unboxing draus. Wenn wir schon dabei sind, dann schreibe ich das auch in die nächste Mal in die Videobeschreibung drunter. Obwohl, da mache ich die Freude kaputt. Nee, das ist die Vorfreude aufs Video kaputt. Ich weiß es nicht, vielleicht mache ich es in die Text mit rein. Mal gucken, ich kenne das Spiel gar nicht. Ich habe immer nur erzählt bekommen, dass das super komplex ist. Ich weiß, dass es ein Kartenspiel ist. Das war es auch schon. Jetzt muss ich nur einen finden, der das mit mir spielt. Black Suicide, wenn du das siehst, musst du mal herhalten. Das ist von Fantasy Flight Games. Ist schon mal sympathisch, weil ich glaube, von Fantasy Flight Games ist auch Talisman, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder ist es von Cosmos? Ja, es ist auch von Fantasy Flight Games. Okay, jetzt gibt es sich auf. Ein Spiel von Nante French, Brad Anders und Eric Dahlmann. Kartenspiel für zwei Spieler, in dem Ehre mächtiger ist als Stahl. Sehr schön. Also wirklich ganz, ganz tolles Cover. Es geht die Verpackung nicht auf. Warum geht die Verpackung nicht auf? Ja, komm, Mischka, mach's direkt kaputt beim ersten Aufmachen, du Honk. Ja, jetzt. Ah. Gibt's wieder Schablonen zum Rausdrücken. Das ist das Schönste für mich an neuen Spielen. Diese in Kartonrand drin eingepassten Schablonen. Okay. Spielregeln auch im wirklich tollen L5R-Stil. Endlich ist hier die Schrift mal größer. Mein Problem von der 4. Edition L5R-Regelwerk ist ja, dass es so klein geschrieben ist. Clansymbole, Krabbe, Drache, Phönix, Einhorn, Kranich, Löwe, Konfliktkarten, Militär, Politik. Also ist wirklich alles toll. Und selbst hier im Kartenspiel super schöne Zeichnungen drin. Also da, das muss man L5R lassen. Die Zeichnungen und die Aufmachung von den Regelwerken sind einfach toll, 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 toll. Super Gummi gut. Einfach klasse. Einfach so viel Stil. Kamera, so viel Stil, so viel Liebe zum Detail. Einfach das Setting in einem Bild schon super eingefangen. Super, super gut. Bilderte Erklärung, wie man Karten bewegt und wie das Feld aufgebaut ist. Sehr, sehr schön. Ehrenräder. Also ich kann noch nicht gar nichts über das Spiel sagen. Ich habe keine Ahnung, wie die Mechanik funktioniert. Schöne Stanzplättchen drin, extra eingeschweißt, damit da keine Knicke reinkommen. Proof of Purchase, Legend of the Five Rings, L5-C01. Was auch immer du meinst, was auch immer dieses Proof of Purchase Ding ist. Aber ja, ich habe bewiesen, dass ich es gekauft habe, weil das Ding eingestanzt ist. Egal. Sehr, sehr schön gemacht alles, ja. Natürlich, Haufen Karten. Jetzt hole ich mal gerade eine raus, einfach mal um die Kartenqualität zu gucken. Ich bin ja ein alter Sammelkartenspieler von Yu-Gi-Oh! Über Pokémon, Magic war alles so mit dabei. Und wenn ich mir die Karten angucke, der Kartenrücken ist sehr schön schlicht gehalten, schön im japanischen Stil. Die Karten sind schön und sauber aufgebaut, gut zu erkennen. Hier gibt es die Shiro Nishiyama. Siehst du, wieder was Neues gelernt, kannte ich noch gar nicht aus dem Spiel. Schön aufgebaut. Ich kenne die Bedeutung von den Zahlen noch nicht, aber oben irgendwie eine Kosten oder Punkte, irgendwas. Ein Bild unten drunter, schön gut lesbarer Erklärungstext, wo die Aktion beschrieben ist. Sehr schön.
Sehr, sehr schöne Sache. Ja, dann geht es wohl mal ans Regeln lesen, beziehungsweise ich guck mal. Für die, die meinen Kanal so ein bisschen verfolgen, der Mischke hatte ja ganz böse Probleme mit seinem Computer. In OBS habe ich rumgeflucht wie ein Rohrspatz die letzte Zeit beim Streamen. Videoschneiden waren kraus. In dem Tabletop Simulator in der Atmosphäre-Runde mit Umbreon haben wir verloren, weil ich es einfach nicht gebacken habe, die Würfel schnell genug zu bewegen, weil meine Maus so mein Computer so rumgesponnen hat. Da hat es jetzt rausgestellt, die Maus war kaputt. Die mittlere Maustaste hat ein Dauersignal gesendet. Okay, die hat jetzt ganz den Geist aufgegeben, neue Maus dran, alles Bombe. Das heißt, ich hänge den Tabletop Simulator doch nicht an den Nagel, sondern werde mir den weiter anschauen, weil Frosty hat ja da ein schönes Video zugemacht, dass man da auch Karten bauen kann, machen kann. Habe ich ja in Roll20 schon gemacht. Das will ich mir jetzt mal im Tabletop Simulator angucken, wie viel Aufwand das ist. Und vielleicht habe ich ja Glück, entweder gibt es da schon Legend of the Five Rings Kartenspiel drin im Tabletop Simulator. Wenn nicht, baue ich das vielleicht ein. Mal gucken. 40k wurde rausgeholt, Warhammer 40k. Hat Umbreon mir erzählt, da gab es wohl Ärger. Irgendwas ist ja immer. Aber, ja, nochmal an euch beiden Verrückten. Vielen, vielen Dank. Ein Hammer. Eine absolute Oberhammer. Ich bin ja sowieso ein riesen Brettspiel-Fan. Hab leider nicht so viele Spieler bei mir hier. Aber, ja, da muss irgendjemand mal herhalten für. Weil das will ich auf jeden Fall mal gespielt haben, bevor wir es nochmal treffen. Das Blöde ist natürlich, es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Dann kann ich nur mit einem von euch spielen. Oder ich spiele zusammen gegen mich. Wir gucken mal. Auf jeden Fall super, super gut. Was ich natürlich auch super an so Karten finde, hat der Zu schon gemacht, hat, glaube ich, hatten ja mehrere auch schon mal gemacht, so Karten per Zufall ziehen und daraus eine Story machen. Und das ist ja hier, wo wahrscheinlich irgendwie Clans, Sachen, Aktionskarten und Städte zusammen sind, ist das ja wie eine Eins. Da ist ja wunderbar. Geht ja nicht besser. Jo, gut. Mehr zu dem Spiel sage ich einfach mal, wenn ich die Anleitung gelesen habe, wenn ich die Spielmechanik kenne, dann mache ich auf jeden Fall nochmal ein zweites Video, versprochen, um euch zu erzählen, wie das Spiel wirklich funktioniert. Für diejenigen, die auch so einen großen Spaß an L5R haben wie ich, ist das ein super geiles Weihnachtsgeschenk. Also ein, ja, Hammer. Hammer, 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 Hammer nicht. Ihr seid so verrückt. Okay, dann für all die anderen da draußen vom Nerdpool, die auch Weihnachtswichtel bekommen haben, fragt doch einfach bitte euer Wichtel, wenn ihr wisst, wer es ist, ob ihr ein Unboxing machen dürft, und macht das bitte. Weil, ja, ich finde das super toll, sowas mit der Community zu teilen und halt auch wirklich dann zu sagen, super gut getroffen, freue ich mich, geile Sache, danke dafür. Obwohl, wenn ich jetzt überlege, wenn mein Bewichtelter sein Geschenk auspackt, dann muss ich mich schon ein bisschen schämen. Also, verdammt. Ich meine, das ist mit Liebe gemacht und Handarbeit. Ein Teil Handarbeit von Mischka selbst, ein Teil Handarbeit von Tochter Mischka und ein Teil Handarbeit von Frau Mischka. Aber ich weiß, dass mein Bewichtelter japanische Settings nicht mag. Von daher hätte der sich jetzt nicht den Arsch abgefreut über das L5R-Kartenspiel. Gut, was soll's. Wie dem auch sei. Ja, wie gesagt, ein zweites Video gibt's, wenn ich das Spiel mal angetestet habe, wenn ich es im TTS finde oder sonst irgendwie was zu vermelden ist. Und ja. Ich hoffe, du hast Spaß an Weihnachten. Ich hoffe, du hast Spaß an deinem Wichtel, wenn du dich beim Nordpol Wichtel angemeldet hast. Und ich hoffe, wir haben noch eine ziemlich lange, schöne Zeit zusammen mit unserem wunderschönen Hobby. Also ich auf jeden Fall. Ich hoffe, du bist damit dabei. Ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.